Wegen der jährlichen Mieterhöhungen im sozialen Wohnungsbau haben wir 2011 Rotti und Co. gegründet. Wir sind Sozialmieterinnen mit Familien, Freundinnen und Unterstützerinnen weit über das Kotti hinaus. Wir kämpfen als Nachbarschaft gegen die Verdrängung und Rassismus und für eine soziale Wohnraumversorgung. Der alte soziale Wohnungsbau ist nämlich ein Problem. Ich sehe, ich habe eigentlich viel mehr Zeit, als ich dachte, das ist total gut. Dann muss ich nämlich nicht so schnell sprechen. Das ist für mich eine sehr gute Übung. Genau, der alte soziale Wohnungsbau ist ja wahrscheinlich aus den Medien auch ein bisschen bekannt, da gibt es immer wieder Gemurmel. Er war ein Steuersparmodell für Bauherren und wenn die Subventionen eingestellt werden vom Land Berlin in diesem Fall, weil sozialer Wohnungsbau ist Ländersache, dann steigt die Miete und dafür kommen die Sozialmieterinnen auf. Oder sie müssen ausziehen und es gehen jährlich sehr viele Sozialwohnungen verloren, also Tausende. Die Forderung war insofern nicht nur ein Mietenstopp, damit die Verdrängung aufhört, sondern auch eine Überprüfung der Kostenmiete, nach der diese Sozialwohnungen organisiert sind, damit sie ihre soziale Funktion erhalten. Und darüber hinaus aber auch eine langfristige Lösung wie die Rekommunalisierung. Wir haben diesen Kampf nicht ausgesucht, sondern er hat uns ausgesucht. Wir mussten als Nachbarn gemeinsam politisch handeln, weil die Politik uns ignoriert hat. Wir versuchen damit auch schon ein Stück weit die Stadt von morgen zu schaffen. Anfangs haben wir den öffentlichen Platz besetzt mit dem Holzhäuschen, dem Gece Kondo, als Ort der Vernetzung, der Begegnung, der Beratschlagung. Und von hier aus haben wir viele Nächte lang diskutiert, gefeiert, Veranstaltungen gemacht, Demos gemacht. Und wie ihr sehen könnt, ist das innen drin sozusagen, das ist unser Herz, dieses kleine Gece Kondo. Und beim Tee trinken, sich austauschen, sich wärmen, sich kennenlernen, kommen die besten Ideen. So hatten wir die Idee, 2012 im Abgeordnetenhaus eine Konferenz zum sozialen Wohnungsbau zu machen. Denn die erste Reaktion der Politik auf unseren Protest war, soziale Härten nehme man in Kauf und Finger weg von dieser tickenden Zeitbombe sozialer Wohnungsbau. Das Problem wurde sozusagen als unlösbar dargestellt. Deswegen haben wir gemeinsam mit Unterstützern, in dem Fall waren es wirklich alles Männer, diese Konferenz organisiert, wo es auch um Lösungen ging. Und als Pendant zu diesem Abgeordnetenhaus haben wir immer auch die Straße und die öffentlichen Plätze als Ort des Austauschs genutzt, aber auch um uns gegenseitig zu beraten und mit aller Kraft den Mietenwahnsinn zum Stoppen zu bringen. Wir haben währenddessen die soziale Mietrechtsberatung etabliert, weil wir die Wohnungen nicht verlieren wollen, während wir kämpfen. Hier geht es darum, dass die Jobcenter die ganze Miete statt nur einen Teil übernehmen sollen und Eigentümer nicht ungeprüft sozusagen Mieterhöhungen, vor allem bei den Betriebskosten, machen. Da sammeln wir auch Daten über die Bewirtschaftung unserer Wohnungsbestände und mit diesem Wissen starten wir die Kampagnen gegen, also die Mietsenkung selbst gemacht und gegen hohe Betriebskosten. Die sind in unseren Häusern nämlich doppelt so hoch wie im Berliner Durchschnitt. Und wir erinnern, also wir klagen auch, ne? Also das ist ein wichtiges Element. Und wir machen aber auch auf den Hauptversammlungen der Deutschen Wohnen Druck und erinnern sie an ihre soziale Verantwortung als Eigentümerin. Und das ist immer ein sehr spannender Ansatz. Wir vernetzen uns auch bundesweit mit dem Dachverband der kritischen Mieteraktionäre und haben jetzt Mieteraktionäre gegründet, also um gemeinsam handeln zu können, bundesweit. Politisch machen wir sowieso Druck, haben dann 2015 die Initiative Mietenvolksentscheid initiiert, um endlich wichtigen Handlungsdruck zu gestalten. Das Ergebnis waren 50.000 Unterschriften in der ersten Stufe und ein Kompromiss mit dem Senat. Dieser Kompromiss wird sehr stark kritisiert, auch von vielen Initiativen, aber er stellt auch einen ersten Schritt in der Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin dar. Gleichzeitig gibt es immer mehr Proteste, aktuell in der Otto-Suhr-Siedlung, aber auch in städtischen Wohnungsunternehmen werden Sozialwohnungen abgelöst und wir versuchen gemeinsam mit den Nachbarn
zu beraten über Verdrängungsstrategien, die energetische Modernisierung oder eben auch die Kostenmiete. Und wir haben uns dann auch infolge der Kritik an dem Mietenvolksentscheid, wie er gelaufen ist, diesen stadtpolitischen Hearing angeschlossen, wo im Vorfeld der Berliner Wahlen nochmal die Politik befragt wurde über ihre Vorhaben. Wir haben sie gleich danach auch noch zu uns nach Hause vor das Deutsche Kongo eingeladen und öffentlich befragt, wie sie sich zu unseren Lösungsvorschlägen, die wir jetzt seit 6 Jahren erarbeiten, verhalten werden nach der Wahl. Die haben sich alle positiv geäußert über eine Überprüfung des Kostenmietensystems und auch Rekommunalisierung von privaten Sozialwohnungen. Im Koalitionsvertrag stehen auch Modellprojekte dafür drin. Ja, wir wollen unsere Häuser zurück, weil wir haben sie mit unserer Miete mehr als 2-3 Mal abgezahlt im Laufe der Zeit. Dafür braucht es weiterhin ganz viel Druck auf die Deutsche Wohnen, aber auch auf die Politik, damit sie rekommunalisieren und damit Mieter mitentscheiden können. Wir haben uns getroffen, nochmal eine Klausurtagung gemacht und wir sind jetzt zu dem Punkt gekommen, wir müssen mit allem weitermachen. Wir haben schon vieles gemacht, wir müssen genau damit weitermachen, wenn wir gegen die Spekulation mit Wohnraum vorgehen wollen und uns um das Allgemeinwohl kümmern. Wir haben es geschafft, die Politik des selektiven Zuhörens und Zynismus nicht mehr funktionieren zu lassen. Wir zeigen, dass wir kein soziales Problem sind, sondern Berlin ein Problem mit der Wohnungswirtschaft hat oder die Gesellschaft im Allgemeinen. Wir haben uns als solidarische Nachbarschaft gemeinsames Handeln angeeignet und hoffen, dass wir wachsen, mehr werden und genau damit wollen wir weitermachen.